Wir stehen hier auf dem Flughafen Alicante und haben uns gerade ein Pacecar bestellt, das uns auf die Rennstrecke bringt. Während es das tut, werden wir die Maschinen starten. Wie sich das für anständige Flugzeuge gehört. So, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Bodo. Wir werden gleich hier in Alicante starten und werden dann Richtung Meer fliegen, dort eine Schleife machen, zurückfliegen wieder am Flughafen vorbei und dann Richtung Süden abbiegen und über das Inland fliegen, immer so ein paar Kilometer landeinwärts, also eine recht interessante Tour. Ich habe die Höhe vorgegeben auf 15.000 Fuß, dass man auch noch was sehen kann. Okay, I'm clearing now. Und unser Flugziel sollte sein Gibraltar. Allerdings war ich ein bisschen enttäuscht, dass sie dort kein ILS-Signal haben. Das heißt, wir werden per Hand landen müssen. Also VFR-Regeln. So, die letzten Vorbereitungen, APU aus, Packs wieder auf Auto, paar Lichter noch und dann rollen wir an den Holding Point. Wir waren jetzt 2 Tage hier, hatten hier 2 Tage Aufenthalt in Alicante. Wer die Landeübungen gesehen hat, der weiß warum. Wir mussten erstmal wieder ein Fahrwerk reparieren. Und das hat Zeit und Geld gekostet. So, aber wir haben heute 60.000 Lips Fracht wieder aufgenommen. Das heißt, wir werden schneller sein müssen beim Start. Aber das spült dann auch wieder ein bisschen Geld in die Fluggesellschaftskasse. Und dann lassen wir uns mal überraschen, wie es in Gibraltar aussieht. So, Autopilot schalten wir schon ein, weil immer wenn ich beim Taxiing irgendwelche Dinge bediene, dann sehe ich die Piste nicht und komme vom Weg ab. Deshalb habe ich mir angewöhnt, solche Sachen wie Autopilot einschalten, was man an sich beim Taxiing machen sollte. Das machen wir vorher. Dann haben wir Zeit, uns die Piste anzugucken. So, geben wir mal ein bisschen Gas und fahren mal los. Also, Wetter ist klar. Wir haben ein bisschen 12 Knoten, ein bisschen Seitenwind gleich beim Start. Im Augenblick kommt er von hinten. Und wir wollen starten von Runway 10, deshalb biegen wir rechts ab. Und dann starten wir Richtung Meer, Richtung Mittelmeer. So, das ist Alicante im Standard. Ich hatte zwischenzeitlich mal so eine Zusatz-Szenerie, so eine freie runtergeladen. Aber da war hier gar nichts mehr. Da war keine Runway mehr da, weil wieder irgendwelche Module fehlten aus irgendwelchen Szeneriedateien, die
aber so seltsame Namen hatten, dass man sie im Internet gar nicht finden konnte. Also das habe ich mir dann abgeschminkt und sieht ja im Standard auch nicht schlecht aus. Also gefällt mir auch szenerietechnisch der Flughafen. Und von Alicante scheint auch hier eine Menge dargestellt zu sein. Das ist nördlich von hier, das habe ich bei meinen Landeübungen gesehen. So, hier könnten wir schon auf die Runway abbiegen, aber wir machen das weiterhin. Weil wir sind ja schwer beladen und da brauchen wir schon einen anständigen Anlauf. Und da ist sie schon, die Runway. Wollen wir hier noch mal eben anhalten, weil wir müssen ja noch ein paar Lichtlein anmachen. Patsch. Und Taxi muss aus. Dann sind wir an sich bereit. Ne, wir müssen Position noch auf Strobe machen. Gas ist auch gesetzt. Und dann kann es an sich losgehen. Also ich bin auch im echten Leben ein paar Mal in Alicante gelandet. Und das sieht nicht viel anders aus. Man merkt, es ist ein bisschen Wind. Nicht gleichmäßig, ist wieder böig. Muss man ein bisschen ausgleichen. Und wir sind in der Luft. Fahrwerk rein, hört man vielleicht. Klappen können wir auch einfahren, wir haben schon 189. Und das ist das Mittelmeer. So, dann machen wir den Autopiloten an. LNAV und VNAV. Und dann sollte es jetzt ein kurzes Stück geradeaus gehen. Und danach machen wir eine Schleife und fliegen praktisch über den Flughafen wieder zurück Richtung Inland und biegen dann links ab und fliegen parallel zur Küste. Warten dann nochmal den Blick zurück. Ja, das ist hier an sich die Apfelsinenecke gewesen. Da gab es früher Richtung Süden von Alicante, also Torrevieja und Pilar de la Horadada, da gab es also riesen Plantagen. Und die hat man dann im Laufe der Zeit alle weggemacht und hat da Touristenbunker hingebaut. Also es wurde immer mehr zur Betonwüste. Hat man auch mit den Geldern aus Europa wunderbar hergerichtet. Nur die Plantagen waren verschwunden. Und jetzt
jetzt gibt es an sich nur noch die Gegend um Almeria, wo die Apfelsinen wachsen. Und die haben schon kein Grundwasser mehr, weil sie das ganze Wasser für die Apfelsinen brauchen. Das ist die dunkle Seite der Zivilisation. Was ihr hier sehen könnt, das Flugzeug ist schwer beladen. Dann macht es die Flügel ein bisschen krumm nach oben. Auch recht interessant, wenn es leer ist, sind die Flügel relativ gerade, waagerecht. Und wenn es schwer beladen ist, dann biegen sie sich so ein bisschen nach oben. Aber es ist heute ein ruhiger Flug, wenn man sieht, gutes Wetter. Und jetzt drehen wir um und fliegen dann am Flughafen vorbei wieder Richtung Inland. Und da ich erst landen geübt habe, macht mir das dann in Gibraltar nicht so viel aus. Sind natürlich über 200 Meilen, das heißt, es wird schon ein Stündchen dauern, bis wir da ankommen. Aber zwischendurch gibt es was zu sehen, weil wir fliegen ja praktisch am Meer entlang, werden über die Sierra Nevada kommen, über Malaga. Und wenn das so aussieht wie hier, dann werden wir das auch alles sehen können. Fuß, das sind rund 5000 Meter. Ich denke mal, dass man dann auch von der Landschaft was erkennen kann. Dass es dann ziemlich kurzweilig wird. So, Climb-Checkliste. Das heißt, Landelichter aus, Runway Turn-Off-Lichter können auch aus und Wheel-Well brauchen an sich auch nicht, weil er beleuchtet ja in diesem Augenblick nur den Radkasten. Und dann schauen wir mal. Da ist der Flughafen von Alicante nochmal, über den wir jetzt hinwegfliegen. Also ist an sich ein schöner Flughafen so. Ich vergleiche das ja immer mit denen in Russland, wo wir herkommen. Wo wir noch über Kiew und wo wir alle überall rumgeflogen sind bisher. Und da sahen die Flughafenhöfe natürlich ein bisschen anders aus. Das ist der Blick übrigens vom Flughafen jetzt. Heute gibt es keinen Flugzeugträger. Und jetzt geht es ein paar Meilen ins Land und dann biegen wir links ab. Was ihr da seht, diese Teiche, die dienen der Salzgewinnung. Die sind also sehr flach, da lassen wir Meerwasser reinlaufen und lassen dann austrocknen und haben das Salz. Also meistens sind nicht so blau, sind sie eher weiß, weil sie trocken sind.
Also an sich ist das hier eine schöne Ecke von Spanien. Und vor allen Dingen sehr warm. Selbst im Winter haben wir hier noch Temperaturen teilweise über 20 Grad. Und da sieht man, dass wir gleich den Schlenker nach links machen. Reiseflughöhe haben wir erreicht mit 15.000 und wir gehen jetzt an die 300 von der Geschwindigkeit her. Haben natürlich ein bisschen Gegenwind von vorne links, also dürfte Südwind sein. Und man sieht, wir haben ein paar Hügel und auch viel Grün. Ist eine schöne Ecke. So, da ist jetzt unsere Linkskurve. Ja, und da hinten links ist das Meer. Und die Seen, die man da sieht, die könnten auch durchaus im Sommer mal trocken werden. Einige davon. Jetzt sieht man, dass die Küste sehen. Immer noch Wind, Gegenwind, macht uns ein bisschen langsam. Aber sind 27 Knoten nur. Scheint im Augenblick auch sehr stabil zu gehen.
Wobei in Gibraltar geht ja der Flughafen wohl durch die Stadt da. Da ist eine Straße, die da drüber geht. Kriegt die Ampeln rot gemacht, wenn ein Flieger landet. Also ist auch recht interessant. Nur eben kein ILS. Aber wir haben ja das Landen geübt. So, wir stellen schon mal den Kurs ein von Gibraltar. Sollten 270 Grad sein laut Chart. Müssen natürlich rechts auch machen, sicherheitshalber. Wobei ich habe keine NAV-Frequenz. Also, naja, man weiß es nicht. Wollen wir sicherheitshalber einfach richtig machen. Wenn man so lange fliegt, ist das immer ärgerlich, wenn irgendwas nicht passt und man deshalb den Flughafen nicht trifft. So, wir drehen wieder ein bisschen nach rechts. Es ist im Prinzip, fahren wir der Küste hin, parallel zur Küste. Da sieht man, da hinten werden die Berge ein bisschen höher. Das dürfte dann die Sierra Nevada sein, über die wir fliegen. Aber ich glaube, da sind die höchsten auch um die 4000, also bei 15.000 Fuß müssen wir da locker drüber kommen. So, jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal beim in Charts an, wie weit es noch ist. Und der letzte Kurs ist 267, obwohl in den Charts 270 steht. Stellen wir die mal wieder richtig ein. So, da sieht man wieder die Küste links von uns. Und wir fliegen munter unseren Weg. Ja, auf so einem langen Flug kriegen die Damen und Herren hinten ja auch einen Kaffee. Macht immer der Co-Pilot. Weil wir sparen Personal.
Was habe ich gesagt? Der ist schon wieder weg. Kaffee kochen. Na, die Berge voraus sehen doch ganz schön hoch aus. Ob wir da mit unseren 15.000 Fuß rüberkommen? Normalerweise, laut Geheimwissen, müssten wir das. Am Boden aus. Ziemlich hügelig hier. Aber so ist es in Wirklichkeit auch. Wobei, da fällt mir gerade ein, ihr könntet mir mal sagen, wie euch mein Flugzeug gefällt. Weil ich wollte da, wo wir hingucken, noch ein paar Smileys drauf machen. Oder lieber auf den Rumpf, weiß ich noch nicht. Was die Fluggäste eher anlockt. Ja, wir gucken über den Flügel immer so Richtung Nordwesten. Und das dürften die Ausläufer der Sierra Nevada sein. Wenn wir die überflogen haben, sind wir schon fast in Malaga. Und von Malaga bis Gibraltar, das ist ein Katzensprung. 100 Kilometer über Land. Oder 120 oder 130, wie viel das war. Aber da der hohe Berg, der macht mir doch Sorgen, obwohl es an sich nicht sein kann, dass wir da nicht rüberkommen.
aber ich glaube, dem passieren wir auch rechts. Trotzdem ist das verwunderlich, dass der so hoch aussieht. Also von der Flughöhe 15.000 müssten wir die alle überfliegen können. Ja, man sieht, es ist ein ruhiger Flug, aber man sieht auch, wir haben Gewicht. Das Flugzeug liegt sehr ruhig in der Luft. Und das Flugzeug ist vollgeladen. Wollte das auch nicht rausschneiden hier, diesen langen Überlandflug, weil einfach ich finde die Landschaft ist hervorragend gemacht. Wie im richtigen Leben. Das Meer wieder und wir nähern uns jetzt den Bergen und den Wolken. Wir haben hier komischerweise Wolken. Guck mal. Sieht fast aus wie Bodennebel. Ja, ist morgens, da kann das noch mal sein. In den Tälern ein bisschen nebelig ist.
Ja. Wird doch noch ein bisschen wolkig unterwegs. Auch wie im richtigen Leben. Ja, das müssen die Ausläufer, wenn nicht sogar wir voll drin sind, Sierra Nevada sein. Und danach sollten wir dann schon fast Alicante erreicht haben. Nicht Alicante, Malaga. Wenn wir Pech haben, müssen wir auch noch durch. .58 bis MGA dürfte Malaga sein. Und sind das noch so knapp unter 70. Ne, knapp unter 80. Ja, es ist ziemlich hoch hier. Das scheint nur über dem Berg zu sein, wo die Wolken sind. Im Augenblick sind wir noch drüber. Also sollte kein böses Wetter sein. Hängt wahrscheinlich nur hier über dem Grat. Na, aber ich glaube, wir kommen doch rein. Jo. Wir fliegen mal ein bisschen in die Wolken. Scheint nicht dick zu sein, man meint immer, man ist runter, man ist drüber. Also scheint eine sehr dünne Wolkenschicht zu sein, die wir da gerade treffen. Aber wir sind mittendrin. Die hat genau unsere Höhe. Und genau über der Sierra Nevada. Schade an sich. Aber nach allen Seiten zu. Da sind wir raus. Runter sind wir jetzt. Interessantes Wetter heute.
Ja, so kann es gehen. Andere Seite von Bergen und schon ist ein anderes Wetter. Fliegen jetzt direkt unterhalb der oberen Wolken, also zwischen den Wolken sind wir jetzt. War auch nicht schlecht, hatten wir auch noch nicht. Da müsste das Meer sein. Das sollte die Sierra Nevada sein. Ja, aber wir haben immer noch einen konstanten Wind. Also denke ich nach wie vor ein ruhiger Flug. MGA, das müsste, ist der nächste Wegpunkt, das dürfte Malaga sein, da in 73 Meilen. Nee, nicht 73, 49. Das heißt, dann sind wir schon fast da. Oh, da vorne werden die Wolken dunkler. Die unteren, die oberen sind ja sowieso dunkel. Vielleicht schlecht Wetter. Ja, wir kratzen oben an den Wolken entlang. Flugzeug liegt ruhig in der Luft. Und wir sind wieder im schlechten Wetter, wieder in der Wolke.
obwohl wir jetzt von den Bergen weg sein sollen. Ja, es wird aber besser. Jetzt müsste aber mit dem Kaffee mal vorbei sein da hinten. Brauchen wir wieder einen Co-Pilot hier vorne. In den Wolken ist das ja ein bisschen langweilig. Ja, wir sind, glaube ich, drüber, ne? Oder oben am Rand, sagen wir es mal so. Ja. Hier sind die Wolken ein bisschen weiter unten. Und über uns blauer Himmel. Ja, wir sind oberer Rand der Wolken. Ich überlege, ob wir steigen oder sinken oder was wir machen. Und mal gucken, wie lange das noch geht. Ja, da vorne könnten auch Wolkenlöcher kommen. Muss man mal sehen. Noch mal ein bisschen warten. Aber wir kommen ja auch unserem Ziel immer näher. Aber unter uns sieht ziemlich duster aus, als wenn die unten schlechtes Wetter hätten. Und da sind die Wolken zu Ende, glaube ich. Na, noch 17 Meilen bis Malaga und dann biegen wir danach links ab aufs Meer und fliegen direkt nach Gibraltar. Ich
Ich habe da also keine Stars gefunden bei X-Plane. Das wird also ein Direktanflug. Gibt irgendwo einen letzten Wegpunkt und dann gibt es direkt ab nach Gibraltar. Also da gibt es keine Stars. Ja, und wir sind durch die Wolken durch. Das war anscheinend nur über der Hochebene. Und wir sehen wieder Land. Mal gucken, dass wir was von diesem Land sehen. Ja, Malaga geht es noch mal links ab aufs Meer. Und dann wahrscheinlich noch mal einen Rechtsschlenker und dann sind wir da. Meilen bis Malaga, da unten, was ihr da links an der Küste seht, das dürfte schon die Hafenecke sein. Ja, es bringt aber auch nichts, hier aus dem Flugzeug rauszugehen und näher ran. Das dauert zu lange. Mal ein Stück versuchen, aber ist auch eine langwierige Geschichte. Also ziemlich Mitte links war jetzt diese Hafenecke. Haben noch 4 Meilen jetzt bis Malaga. Mal gucken, ob wir einen Flughafen finden da. Dass wir uns den mal angucken von oben. Aus 5000 Meter sieht man natürlich nicht alle Details, aber kann das eine oder andere kann man schon erkennen. Ja, das ist ein Hafen. Bebaut da unten. Ein paar Hochhäuser gibt es. Also Leute, Malaga, wir haben es erreicht. Aber wir wollen ja hier nicht landen. Wir fliegen nur drüber. Das sieht aus wie ein Flughafen. Ja. Haben die Gebäude da oder haben sie die nicht? Ja, ich glaube, der Flughafen ist auch nicht so interessant. Nicht nach Gebäuden aus, da stehen auch keine Flugzeuge. So, dann haben wir das auch hinter uns.
Dann haben wir gleich den Top of Descent erreicht. Können wir sinken. Checkliste durchgehen. Jetzt müssen wir wieder was arbeiten. Weil hier ist nicht mehr so weit. Neunzehn, zwanzig Meilen sind es hier. Da sind wir schon fast da. Also jetzt ist es nicht mehr weit. Und ich glaube, wir sinken schon. Oder? Nein, dann sinken wir jetzt. Letzter Wegpunkt, 1500. Und dann geht's los, nach unten. Ach, wir sind ja nicht am Top of Descent. Haben wir noch 8 Meilen oder so. Na, sehe ich Wolken? Hoffentlich nicht. Wir müssen ja was sehen. Wir haben ja keine ILS. So, wir nehmen Gas weg. Das heißt, wir sinken. Da ein paar Lichter wieder an. Autobrick ist auch nicht schlecht. Und wir sinken unserem Ziel entgegen. Mit 1500 Fuß. Wir haben 26 Knoten Gegenwind. Stellen wir heute die Landing Altitude ein. Gucken, ob das was ändert. Also aus den Charts. Das ist nichts, was hier im X-Plane hinterlegt war. Da unten ist Flugzeug. Das müsste der Flughafen von Alicante sein. Nur das Flugzeug ist zu weit weg. Versuchen wir es nochmal, den Flughafen mal anzugucken. Und da verschwindet die Grafik. Wir haben aber auch keine Zeit zu warten. Weil wir sinken weiter.
Schade, da sieht man nichts von Gibraltar, wenn die Wolken da sind. Jetzt fliegen wir nur noch 200 oder sollen nur noch 240 fliegen. Könnten wir ein bisschen Break setzen. Gucken wir noch mal sicherheitshalber nach. Wir haben keine. Ja, 153 Knoten ist unsere Geschwindigkeit. Er möchte Klappen haben, also Bremsklappen. Kriegt er? Und da können wir sehen, dass wir im Endanflug sind. Sind auch nur noch 9000 Fuß hoch. Und dann machen wir gleich eine kleine Rechtskurve und dann landen wir. Und wir sinken weiter und sollten 240 fliegen. Da hilft Break immer. Ich sehe noch nichts von Gibraltar. Tausend Fuß unterschritten, 240 erreicht gleich. Klappen die Bremsklappen zu, also die Brakes rein. Und wir sind immer noch in oder über den Wolken. Ah, da kommt noch eine schmale Linkskurve. Haben wir noch ein paar Meter. Sind auf Gleitpfad. Nochmal 153 bei 40 Grad Klappen, aber ihr seht, es ist nicht mehr weit. Da sind wir ruckzuck da. Aber immer noch nichts zu sehen. Ja, 4000 Fuß noch, 4300, immer noch Wolken. Hier sind die Wolken weit unten. Für Sichtflug nicht so schön. Wie lang
langsam. Ah ja. 5 Grad, 250, 210, 10 Grad und 200 können wir noch 25 oder was das warm machen. Ab und zu muss man da mal nachgucken. Da können wir gleich ein bisschen Klappen geben. Ja, jetzt sind wir 190 und da können wir schon einiges raus tun. Wolken. Er möchte die Bremse. Können wir auch schon die Klappen komplett ausfahren. Die 160 erreicht hat. Fahrwerk raus. Und ich glaube, ich sehe mehr. Wir sind jetzt langsam durch die Wolken durch. Und da ist Gibraltar, jawohl. Und die Landebahn. Ich glaube, wir kommen super rein. Jo, klappen sie draußen voll. Da kommen wir super rein. Die Affeninsel, der Affenfelsen. Aber ein bisschen Rückenwind, 6 Knoten. Können wir vielleicht. Ach! Aus Versehen wieder einen Autopiloten abgeschaltet. Immer wenn ich an den Trimhebel komme, dann schaltet sich der Autopilot ab. Und jetzt geht er nicht mehr an. Oh Mist. Können wir noch ganz rausnehmen. Da müssen wir ab hier mit der Hand fliegen. Wir kommen ja gut rein, ist ja nicht so böig. Sieht ganz gut aus. Und nach der ganzen Übung muss das einfach klappen. Ja, das ist Gibraltar. Da sind wir ein bisschen links, glaube ich. Ja, wir gucken mal, sieht gut aus. Schwimmt ein Kriegsschiff oder was? Na, immer noch ein bisschen links. 1000. Danke. Sieht immer noch gut aus, das kriegen wir hin. 400. Jo, super. 300. Ja, das machen die Landeübung von Alicante. Habe ich mich zu früh gefreut. 20. Ein bisschen rüber. Aber trotzdem bleiben wir auf der Landebahn. Tolle Sache. Aber ich glaube, die Landebahn ist ziemlich kurz. Nein! Nein! Ach, das gibt's doch nicht. Ist viel zu kurz, die Landebahn. Ah. Shit!
Herzlichen Glückwunsch, Kettenbodo. Gut gemacht. Wir haben Anker ausgeworfen, sagt uns X-Plane gerade. Ja, müssen wir. Was machen wir? Notfallbekämpfung. Ich denke mal, wir sollten vielleicht die Triebwerke ausmachen. Oder fährt er uns zum Flughafen zurück? Nee. Ist nicht mehr steuerbar, das Flugzeug. Das eiert jetzt hier rum. Würde ich vorschlagen, wir lassen uns retten. Ist ja keiner zu Schaden gekommen. Wir schwimmen auch. Also den Passagieren und der Fracht ist nichts geschehen. Wir werden wahrscheinlich nur das Flugzeug ein bisschen trocken legen müssen. Dann sollten wir jetzt schnell mal die Triebwerke ausmachen, Klappen einfahren und uns retten lassen. Ja, guck mal, wie weit wir Landebahn direkt davor. Mann, ist das traurig. Dafür haben wir so viel geübt. Ja, wollen wir mal gucken, wenn der Anker ausgeworfen ist und die Handbremse zu ist. Aber dann eiert er immer noch rum. Ja, aber interessant. Flugzeug kann schwimmen und wirft Anker aus. Ja, Leute, das war nicht das Ende, was ich mir gewünscht habe. Aber war doch mal ein überraschendes Ende. Ich wusste auch nicht, wie die Landebahn hieß, aber die scheint wirklich kurz zu sein. Das wusste ich vorher nicht. Naja, trotzdem hat es mir Spaß gemacht. War auch für mich eine einmalige Landung. Da so weit sind wir gar nicht weg, ne? Und das ist nochmal der Blick auf die Affeninsel, auf Gibraltar. Leider nicht still, weil das Flugzeug sich nur dreht. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß dabei wie ich und sagt bis zum nächsten Video. Tschüss.